Good morning, YouTube! Wir hexern uns mal heute gemeinsam durch The Witcher 3 Wild Hunt. Ich bin der Kanalmaulwurf, aber wie schon eins gesagt, langer Rede, kurzer Sinn. Lass uns doch einfach mal beginnen. So, wir sind hier. Ja, an einem ziemlich schicken Ort. Da kriegen wir bald etwas, so wie ihr es gerade seht. Wir suchen gerade einen Schatz, nämlich die Greifenschulung-Ausrüstung für die Hexer. Die habe ich. Ich bin ein bisschen durch die Gegend gewandert. Hab nichts Großartiges geleistet oder getan. ne? Aber wir waren ja irgendwo hier unten. Ne? Kleiner Weg. Hier waren wir irgendwo. Ich glaube, das hatten wir oder auch nicht. Dann habe ich mich hier hochgeprügelt. Ne? Dann kam ich irgendwann zu dieser Stadt. Und da habe ich dann wieder Karten gekauft, nur diesmal nicht von der Katzenschule, sondern von der Greifenschule. Und diese sind schon ab 11, der Schwierigkeitsgrad. Wir sind schon 7 und wir schaffen das eigentlich relativ gut. Oder ich hoffe es, die Gegner niederzumetzeln und hoffen wir, was die Hexerschemen der Greifenschule nicht so weit auseinander sind. Ich habe uns dann erstmal in die Gegend gebracht. Ich bin einmal hier rüber geritten. Dadurch, ne? Habe ich hier noch eine kleine Markierung gemacht. Ne? Ich wusste nicht, was hier auch eine Markierung ist. Aber egal. Well. Ne? Und da ist jetzt unser erstes Schema. Und ich denke mir, es wird wohl hauptsächlich heute darum gehen, diese Hexerschema-Rüstung zusammen zu schustern. Und wir müssen einen Großteil von ihr. So. Und da sind Monster drin. Und wir verhauen die jetzt. Hoffe ich. Oh. Nein, das war nicht gut. Mal kurz speichern. Greifenschule-Ausrüstung. Und rein da. Ah, super Geister. Können wir noch einen Geister raufhauen? Geist, Öl. Jo. Ah, sehr schön. Hat sogar noch hingehauen. Ah, komm her, du. Oh. Jo, natürlich sind das gleich zwei. Damit sich das auch lohnt. Alter! Du miese Kanzler! Ja, bin ich sicher. Oh, jetzt kriegt man was. Kann ich wieder neu machen? Neues Öl drauf? Aber man sollte irgendwie so eine Schnellfunktion dafür haben, ne? Verfluchten Öl, Nekrotenöl. Vampiröl, ja, das hatte ich mir auch nochmal zusammengeschustert. Auch wenn wir noch nie einem Vampir begegnet sind. Wir speichern nochmal kurz. Ihr wisst, ich habe seitdem ich in der Elfenruine war eine starke Abneigung gegenüber diesen scheiß Drecksviechern. Eine super starke Abneigung. Hallo. Wo ist denn der? Komm her, erstmal aufsammeln. So. Ja, doch noch ein zweiter, oder? Oh, da. Da haben wir ihn. Erscheinung. Level 7. Komm her. Ja, ja, ich weiß. Ja. Au. Oh. Ja. Da ist er gerade von hinten aufgetaucht. Sehr geil. Ja, hab ich schon gesagt, dass ich eine Abneigung gegen sie habe? Ich hasse diese Drecksviecher. Also bis jetzt sind das die nervigsten Gegner. Unglaublich, wie nervig. Mann. Wie nervig. Wie nervig. Und der Ladezeit ist auch nervig. Ah ja. So. Danach können wir uns ein bisschen umsehen. Ich bin ja auch durch einige Dörfer geritten. Aber ich habe nicht die Anschlagtafel nachgeguckt. Das wollte ich mit euch zusammen machen. Wenn ich schon da durchreite. Aber ich habe mir natürlich die verschiedenen Schemen und so weiter angeguckt, die sie da hatten, aber da war nichts.
Nichts Besonderes. So, mache ich ja die Falle. Du bist jetzt die Mistgeburt. Da bist du die Mistgeburt. Komm schon. What? Scheiße. Was machst du denn? Oh, oh ja. Und tschüss, das war's. Eieieiei. Ja, natürlich kommen wir alle raus. Nur mit uns zu spielen. Ja, der eine lebt noch, klar doch. Ah. Es gibt wirklich nichts Nervigeres als diese Gegner. Vor allem können sie auch blitzschnell hinter dir auftauchen. Was sie noch unangenehmer macht. Scheiße. Komm schon. Jo, war klar. Puh. Also, Wascher. Alles mitnehmen. Das Einzige Gute ist, sie haben immer gute Sachen. Hier habe ich aber auch gerade das Falsche geladen. Weil wir hatten dann einen doch schon niedergemetzelt. Jo, nehmen wir alles mit. Nochmal ein bisschen. Speichern. Ja, ich hoffe, wir hatten gerade einen automatischen Control-Punkt geladen. Ah ja, warte mal. Nee. Wieder drauf tun, Geist. Ich hoffe, wir finden immer mal ein stärkeres Ding. Dann will ich einen langsamen Gefängnis. Ja, komm raus. Komm spielen. Komm. Zutat. Ah. Natürlich kommt er nicht raus. Warum sollte er auch? Alter! Ja, das, Alter! Wenn die da verschwinden! Natürlich ist dein Kollege auch nicht fern. Na, was steckst du das Ding weg? Was jetzt, du Stück Dreck? Ja, super. Und wieder jede Menge Lebenspunkte verloren. Warum lohnt sich das hier auch? Ja, wäre ja voll kacke, wenn wir nur ein Schema finden würden. Von 6. Und jedes Mal dann so ein Aufwand für ein Schema. Naja, das könnte ein bisschen länger werden, glaube ich, die Folge. Oh. Aber ein paar nette Sachen sind hier. Oder ein paar Kisten. Aber Kisten sind ja meistens Sachen drin, die man wirklich braucht. Naja, gut. Schnaps brauchen wir immer. Särgenschnaps sowieso. Ja, okay. Fackel, Lein. Hm. Naja. Öl. Ah. Dimitri. Oh, Smaragd wieder. Ich frage nur, wie viel das Verkaufswert hat. Weinstein. Was auch immer, immer her damit. Was ist das hier? Gibt es hier nochmal eine? Also mein Schwert leuchtet. Ich weiß gar nicht, funktioniert das so wie Stich? Das Ding leuchtet, wenn Gegner in der Nähe sind und einfach nur so auf Spaß. Schon ein bisschen Licht. In Licht lässt sich doch viel besser sammeln. So, nochmal. Ich weiß noch nicht genau, wofür wir diese Pilze brauchen, aber die werden schon irgendwie ihren Grund haben. Na, fangen wir hier mal an. Manuskript. Hey, ihr habt hier ein Öl.
Ne, Hybridenöl. Hybriden, Hybriden. Ach, der Greif. Geil. Was haben wir hier? Kristallisiertes Essenz. Ich weiß nicht genau, wofür das gut ist, aber es wird vorsichtig schon seinen Verwendungszweck finden. Ah, da sind noch welche. Kavalleriehandschuhe. So. Monsterstaub. Was ist denn Monsterstaub? Gucken wir mal gleich nach. Monsterstaub. Interessant. Monsterstaub. Monsterstaub. Und ich nehme an, weil wir werden wohl die ganze liebe lange Zeit gegen Geister kämpfen. Ach, ich liebe dieses Schwert. Alter, guck mal hier, die leuchten sogar ganz schwach, die Runen, ey. Das ist so geil. Ich liebe dieses Schwert. Ich hoffe, das nächste Schwert wird auch gut. Nee, schwächer. Schwächer, schwächer. Stimmt. Ich habe ja noch ein bisschen was gesammelt. Hätte ich mal verkaufen sollen. Ich bin mir schon bei. Haben wir mal wirklich dafür so viel gekriegt? Weil wir haben ja schon 7 Smaragdstaub. Oder sollen wir den lieber behalten? Na, wieder ein paar gute Verkaufsgegenstände. Tun wir noch ein bisschen Öl auf unsere Klinge. Schaden kann es ja nicht. Wir haben zwar 20 Schläge, glaube ich. Waren es doch, ne? Genau, 20 Schläge. So, speichern wir erstmal hier. Haben wir ordentlich was ein. Ach ja, wir wollten noch dieses Monster-Ding nachgucken. Ich glaube, hier wird das wohl nicht sein. Was ist das? Dimitri-Bombe. Aha. Setzt Wolke aus Dimitrium-Splitter frei, welche magische Fähigkeiten blockiert. Monsterstaub enthält Silbersplitter, die Monster vorübergehend an Transformation hindern. Hä? Wer soll das denn gut sein? Quecksilberlösung brauchen wir dafür und Sandfall. Ja, wir stellen es einfach mal her. Genau wie das Dimitri-Ding. Vorsichtshalber. Wer weiß, vielleicht brauchen wir es ja nochmal wirklich. Bestienöl könnten wir uns herstellen. Das Hybridenöl. Oh ja, auf jeden Fall. Haben wir noch reichlich. Oder davon haben wir auch noch reichlich. Weil dieses. Das werde ich ganz gerne herstellen. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir dafür die. Boah, Alter, wir haben voll viel. Das ist schon im Besitz. Hybridenöl. Ja, brauchen wir das Hybridenöl. Was brauchen wir denn noch? Eigentlich haben wir schon alles, bis auf das. Erninauge. Auge, Erninauge, Erninauge. Oh, kein Blaschenschimmer. Na gut, speichern wir nochmal kurz. Wir haben jetzt gerade ja einiges hergestellt, aber das Hybridenöl wird uns gute Dienste leisten. Allein schon gegen Greifs oder sowas. Wir hatten ja schon wieder einen gesehen. Wo wir uns denn zurückziehen mussten. Ah, ja. Weg da. Das kommt irgendwie so eine dramatische Musik. Ja, klar. Mach ich auch dieses Mal. Der ist gut. Ja, tatsächlich. Gut, nächster Gegner beseitigt. Aufhören. Die Lebensenergie. Ich wollte gerade aufleveln, die Lebensenergie sagen. Aber das ist ja ein bisschen schwachsinnig. Da ist auch noch irgendwas. So, mal vorsichtshalber nochmal nachfüllen. Hybridenöl, Bestienöl, Monsterstaub. Füllen wir mal lieber nach. Speichern wir kurz. Ich weiß, das nervt ein bisschen. Aber wir spielen hier auf Todesmarsch und da sollte man doch besser mal öfters mal speichern. Bevor man wieder alles von vorne machen darf.
Ich hasse dieses. Ich hasse das, ey, wirklich. Ja, danke. Ja, hallo. Hallo. Ja, genau dein Bruder. Das ist gar nicht mehr so lustig, ne? Und genau aus diesem Grund füllt man sich auf. Na super, wieder warten. Mal wieder. Ach. Na gut, das auch, aber. Mal kurz. Wieder Öl drauf tun. Geisteröl. Haben wir viele Öle. Ich find's auch geil, was die unendlich gehen. Ja. Was die jetzt auf Schläge jetzt beschränkt sind. Ja. Ach du meine Güte. Wenn wir könnten, würde ich jetzt echt meditieren. Aber wir können ja mal ausprobieren, ob ich meditieren kann. Vielleicht funktioniert das ja. So. Also jetzt um die Schwalbe zu generieren. Ach, das dauert vielleicht wieder. Ah, ich habe wirklich was, da zumindest zwei Schemen sind, wenn wir schon den ganzen Weg machen. Oder vielleicht alle, wenn wir Glück haben. Aber ich glaube nicht, weil das so einfach ist. Ganz ehrlich gesagt. So. Speichern wir kurz. Ah, wir versuchen das einfach mal so. Mal sehen, vielleicht haut's hier hin. Yeah. Klimper, klimper. Ja. Obwohl, das geht ja auch, ne? Ja, ja. Alter. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Wir nehmen erstmal wieder unser Ding. Wir laden uns noch ein bisschen auf. War ich ja nochmal an der Stelle. Ja, weiter geht's. Einer da? Woo! Was bist du denn? Hä? So ein Geist? Ja, du bist eindeutig ein Geist. Wow! Was ist denn unser Schild? Ach ja, stimmt, das hat er verloren, ne? Aua! Das ist ein Riesenvieh. Oh, das wirkt wohl nicht wirklich. Nein! Alter, jetzt habe ich das Ding wieder aufgebaut. Jetzt muss ich mir mein Schild aufbauen. Nein, 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 nein,
Ja, lass weg den Scheiß. Der braucht schon Überleben, ne? Wer möchte denn schon überleben? Wo sind das? Ja, komm her, das hält hier nicht ewig. Hallo. Na ja, gut, so haben wir zumindest Zeit, uns zu generieren, ne? Und in dem Moment, ja, richtig. Nein, nur. Was ist da drin? Ich glaube, unser Geisterding ist alles weg. Ein bisschen Vitalität. Ach, komm mal. Wir sind bereit für dich. Was ist denn das? Ein Ik? Ikma? Jo. Ah. Danke? Nein, danke. Wir kaufen nichts, wir wollen nichts. Müssen wir mal verrecken? Das wäre echt angenehm. Ah. Woo. Und das sogar ohne einmal gestorben zu sein. Cool. Machen wir ein bisschen Licht. Sieht ja sonst so dunkel aus. Ein bisschen Licht. Sehr schön. Kleines Wort aus Mutter gehen. Monsterblut, Monsterhaar, Monsterohr, Monsterauge, Ikma-Haut. Was nehmen wir alles mit? Die war doch voll vibriert. Das ist nicht gut. Wenn es irgendwie vibriert. Was haben wir hier? Woo! 1, 2, 3, 4. 4. Von 6, naja. Gut. Greifenrüstung. Alte Schafs. Schafs irgendwas. Machen wir ein bisschen Licht. Aber gleich ein bisschen. Uhr. Auch gut, auch gut. Gibt's denn noch irgendwas? Da unten gibt's noch was. Massaker von Kendra. Hm? Ja. Ich denke, wir gehen ja den Gang da hinten, ne? Dann auf jeden Fall medizieren. Noch ein Schluck Wasser. Einen kräftigen Schluck. Ah, noch mehr. Immerhin mit dem Alk. Brauchen wir alles. Oh, und ein Schluck Wasser. Das ist schön. Ist doch irgendwas hier? Naja, gut. Ein paar Pilze. Noch mehr Pilze. Da hatten wir ja schon geguckt, ne? Okay. Was steht denn da? Könnte ich wegsprengen oder sowas. Oder wegkicken. Aber wozu? Wir gehen lieber da entlang. Eine Illusion. Wow. Oi. Also okay. Ist das ein Drache?
Also nicht gerade unbedingt das, was man machen sollte. Oder angreifen sollte. So, was haben wir hier Schönes? Öffnen wir mal. Ballade von Himin. Aha. Was haben wir hier? Das Massaker von Kindra. Ja, auch nicht so interessant wirklich. So, was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas Neues? Tagebuch von Hexas Gerok. Ne, Gerak? Gerok? Als ich die Gerüchte über einen Drachen vernahm, eilte ich sofort nach Venen. Leider wurde ich von den Präfektoren von Gors Venen von meiner Jagd weggeholt. Sie wollten meinen Expertenmeinung in einen rätselhaften Fall hören, bei dem eine Reihe von Schiffbrüchig möglicherweise auf den Ton von Nachterscheinungen zurückgeführt war. Offenbar schien ein Drache, der das Land verwüstet, nicht so wichtig wie blockierte Handelsrouten. Glücklicherweise konnte ich das Rätsel um den einsamen Leuchtturm schnell lösen und mich erneut an die Fersen des Drachen heften. Ich habe erfahren, dass die Bauern aus den zerstörten Dörfern in dem Elfenkatakomben unter den Sturmsees Zuflucht gesucht haben. Klug. Das waren sie nicht klug genug, Feuerholz mitzubringen. Und ich habe die Manuskripte der Elfen verbrannt, um sich zu wärmen. Mir blutet das Herz bei den Gedanken daran, was für ein Wissen über das Erlenvolk in diesen Flammen aufgegangen ist. Zumindest haben einige Manuskripte überlebt, darunter auch einige sehr interessante Zeichnungen von Rüstungen. Genug davon. Augenzeugen haben berichtet, helle Schuppen, Hüfthöhe, zwei Klafter, Länge 5 Klafter, Addendum, geschätztes Gewicht rund 14 Quantal, ist in der Lage, länger als eine Viertelstunde eine hohe Temperatur in seinen Drachenlungen zu halten. Fazit, wir haben es mit einem grünen Drachen zu tun. Wir gehen mit der Jagd. Ich dachte, Hexer jagen keine Drachen. War ich immer fester Meinung. So richtig Bock auf den Drachen habe ich eigentlich nicht, ne? Wir wollen ja unsere... Ja, lass mal gucken. Uns fehlen ja noch zwei, nämlich das Wichtigste. Natürlich die Schwerter. Ne? Schwert. Wow. Ich glaube, das sind Truppen. Schwert. Wir holen uns hier mal gleich mal die Anschlagdinger, ne? Es war doch in der Richtung, oder? Da sind ein Haufen. Da ist was. Da ist die große Stadt. Da. Da haben wir schon mal eins. Ach, sehr nah an. Da ist ein kleiner Drache zu Hause. Level 14. Aber er ist machbar. Nur wir würden dann ganz schön lange auf ihn draufhauen müssen. Das könnte unter Umständen ziemlich lange dauern. Wo sind denn dann andere? Zeig mal. In welche Richtung zeigst du denn noch? Du zeigst direkt nach Norden. Der Drache ist im Nordosten. Nordwesten meine ich. So, der zeigt direkt nach Norden. Der eine Punkt. Ne, das ist der Punkt. Da müsste der andere Punkt ja der Nordosten sein. Oder? Ehr ich mich da jetzt. Dann müsste der ja hier irgendwo sein, der Punkt. Ne, das ist ein Ausrufezeichen. Das ist auch ein Ausrufezeichen. Boah, wo ist denn der? Das nervt ja richtig. Na, wir könnten ja erstmal Anschlagbretter mal nachgucken. Die Ausrufezeichen mitnehmen. Was sind das da? Naja, auf jeden Fall, wir können ja erstmal zurückgehen.
Wow, und du bleibst da, wo du bist? Naja, wir wissen ja ungefähr, wo der ist, dieser Riesige. Ich denke mal nicht, was wir den besiegen können in unserem momentanen Level. Und das da unten? Harpien. Schon wieder. Ui, das kann ja ein lustiger Rückweg werden. So weit sind wir jetzt eigentlich von der Stadt entfernt. So, gehen wir mal dahin. Ah, wir müssen auf Querfeld einlaufen, das ist gut. So, dann wollen wir uns mal um das kümmern, was wir schon gefunden haben. Und hoffen, dass das das Silberschwert ist, wenn wir uns da schon kräftig in die Vollen gehen. Wir nehmen auch noch die Anschlagbretter und so mit. Überall, wo ich die Reisepunkte habe. So. Aber gut, dass Gerhard wieder schon so ein Vollbart hat, ne? Das ist doch gar nicht so lange her. Kirschner sucht Arbeit. Uninteressant. Müssen wir das auch mitnehmen? Rattenfänger ist in der Gegend. Knirschner, Wandteppiger. Gerber. Allerlei Flechtwerk. Auftrag. Monster aus dem Sumpf. Wer das lesen kundig ist, der lese dies hier gründlich durch. Auf dass es in ganzem Dorf und weit und breit bekannt werde. In Sumpf, wo der Torf stechen, haus eine Bestie, die Menschen frisst und tödliche Nebel absondert. Wer ein Schwert zu führen weiß und sich etwas verdienen möchte, soll wissen, dass ich für den Kopf der Bestie gut bezahle. Alle anderen sollen sich von dem verfluchten Sumpf fernhalten. Wenn ihnen ihr Leben lieb ist, sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Dann her damit. Hinter einem Flüstern her, das mich zum alten Baum nicht erkundet. Ding auf dem Sumpf. Interessant. Schau da hinten. Achso, hier, leck mich. Das hier ist auch ganz lustig. Hier könnt ihr nämlich die Schafe abknallen. Und die haben so einen schönen Respawn. Ne, wenn ihr euch umdreht, sind die ganzen Schafe wieder da. Also wenn ihr Fleisch oder so braucht. Ne? Mache ich nachher auch wieder offline. Weil Fleisch kann man immer so brauchen. Achso, wir müssen vielleicht erstmal eine kurze Runde meditieren. Ne? Fällt mir gerade so spontan auf. Ja, machen wir mal wieder zur vollen Zeit. So. Sind jetzt relativ sicher. So, genau das wollte ich. Ja. Und jetzt holen wir uns mal die ganzen Anschlagbretter. Da war ich noch nicht, da war ich auch noch nicht. Hier war ich. So, oh, vielleicht holen wir uns auch gleich die ganzen Ausrufezeichen. Da haben wir auf jeden Fall wieder was zu tun, nachdem wir die Greifensachen geholt haben. Nur ich weiß das nicht. Machen wir die Buckelhexe? Oder machen wir einen blutigen Baron? Das ist jetzt die Frage, ne? So, Kartoffelfäule. Kleiderbleich. Vermisster Hund. Auftrag, Monster auf dem Friedhof. Ui, schon Auftrag. Leute aus Lindahl und Umgebung. Wenn euch ein Gang über den Friedhof vorschwebt, dann vergesst das sofort. Dort haust etwas Böses, das Gräber auffüllt und sonst Schaden anrichtet. In letzter Zeit sogar die Leute anfällt, die den Friedhof betreten und sogar den Jungen des Müllers entführt hat. Wer einen Kram Verstand hat, bleibt dort weg. Und wer den Mut und das Können hat, das Monster zu erlegen, soll sich für seine Mühe belohnt werden. Ja, doch, nehmen wir. Auftrag, wenn ich es bloß wüsste. Gute Leute, im Wald fand ich neulich seltsame Spuren, auf die ich mir keinen Reim machen konnte. Obwohl ich schon seit so vielen Jahren Jäger bin. Ich kenne mich, ich mache nicht leicht Geschrei, aber diese verspricht Ärger. Wir sollten uns alle in Acht nehmen.
Wer etwas beobachtet oder glaubt, die Spuren identifizieren zu können, kommt zu mir. Jäger von Lintas. Ein Monster in meinen Anwesen. Gute Leute, meine Familienhof, der Rückhof, ist von Monstern befallen. Das Anwesen und die Umgebung wurden besetzt. Man wagt kaum einen Blick zu riskieren, ganz zu schweigen davon, dort zu leben. Aber ich habe doch sonst nichts. Ich bitte um Gnade. Wer sich erbarmen kann, einer alten Frau in Not zu helfen, der soll zu mir kommen. Ich biete meine ewigen Dankbarkeit an. Nun sind wir mir lieber. Nee, wir sammeln Schnecken. Na schön. Das freut mich für dich, mein Kleiner. Du sammelst Schnecken. Schneck, 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 Schneck. Die lustige Witwe. Aha. Was wolltest du da hinten? Wir sammeln Schnecken. Ja. War aber auch eben schon nicht lustig. Hatte ich vergessen, hier zu plündern? Ach, sonst plündere ich nachher irgendwann mal. Dafür haben wir keine Zeit. Leute, wir haben noch keine Zeit. Wie geht's? Jetzt kommen die Würmer raus. Aha. So, wo war... Ach, hier. Okay. Machen wir mal. Sind nett. No. Da sind wohl ein paar Fragezeichen dazugekommen. Deswegen heißt das ja auch Drachentötergrotte. Kann man sich merken. Uiuiuiui. Es wird ja immer mehr hier. So, wo war ich? Genau, da. Da hatten wir. Hier müssen wir noch hin. Erzdorf. Oder war das hier, wo ihr die Sachen kaufen konntet? Das weiß ich mir nicht mehr. Auf jeden Fall einer von den beiden Dörfern da, wo wir wieder hochgeritten sind. Wo wir da in der Elfenruine waren. So, wo habt ihr Anschlagbrett? Was für ein Bus! Sag mir, Anschlagbrett! Aber Schmied haben sie. Ah. Ja, ja. Bevor wir jetzt großartig losziehen, sollten wir uns vielleicht ein bisschen leichter machen. Was denn? Lass mich mal. Zeig mir, was du anzubieten hast. Wupp. Langschwert. Silbersteinschwert. Ja, ist auch ein, nee, ist ein Stahlschwert. Wir gucken erstmal, ob er was zerlegen kann. Ob wir irgendwas gut zerlegen können. Zerlegen, 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 zerlegen. Was kriegen wir raus? Eisen. Eisenbahn, Stahl, Leder. Na, kriegen wir eigentlich gar nichts raus, ne? Das ist auch nett. Dann kriegen wir gar nichts. Nett. So, Hand weg. Ne. Machen wir so. Weg mit dem Dreck. Und vom Geld holen wir uns Reparaturzeug. Schwächer, schwächer, schwächer. Schwächer, 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 schwächer. What? So ein Drecksack. Achso, müssen wir die Dachen noch lesen? Das gucken wir mal gleich. Ja, dann nehmen wir noch mal drei von den Sachen ab. Jo, Gewehr. Und das wollen wir wieder haben, das Geld. Das kannst du haben. Gerne noch 17 gibt uns dafür. Ja. Gut. Also, warte mal. Zeig mir, was du anzubieten hast. Da muss ich ja noch reparieren. So, eigentlich nur unsere Sachen. Das sind unsere Sachen. Das sind unsere Sachen. Das müsste dann ja auch unsere Sache sein. Das auch. Haben wir noch irgendwelche Schuhe übrig? Ich glaube ja, ne? Ja, stimmt, hier.
Minus. Gut. War mal nötig. Sehr cool. Bis dann. Schlag mir den mal ein bisschen. Ach, wir haben gar nicht geguckt, was die Schemen brauchen, ne? So, was haben wir hier? Greifen, Zutaten fehlen. Was brauchen wir noch? 4 provisierte Monstergewebe. Können wir das herstellen? Zerlegen? Stufe 8. Oh! Geil! Sache, brauchen wir noch provisiertes Monstergewebe? Oder so ein Scheiß hier. Was denn? Lass mal kurz gucken. Können wir das irgendwie zerlegen? Ich möchte etwas anfertigen lassen. Kannst du dir das ansehen? Na, reparieren. Dann lass mal sehen. Nein, nein, nein. Irgendwie war das ja so eine Art Sack, ne? Da müssen wir so kurz unseren Monstersachen durch. Monster-Essenz. Da. Was ist denn das? Greifenfedern. Aber ich denke, die Greifenfedern brauchen wir bestimmt noch für irgendwas anderes. Vor allem ist das ja nichts, was wir so leicht kriegen werden. Da. Warte, was ist denn das? Gargoyle-Staub. Das brauchen wir aber auch. Was ist das? Gargoyle-Herz. Na super. Monster-Essenz. Rapiengreifen. Monsterklaue, Monsterblut. Monsterspeichel. Ah, warte mal hier. Geisterstaub. Den können wir umwandeln. Also im Moment ist Geisterstaub das, was wir nehmen. Monsterauge. Na, was ist denn das? Rapien. Monsterfedern. Monstereier. Bombe. Wir haben hier nicht. Was? Monsterfedern, was sind das? Habienfedern. Das sind Monsterfedern. Was ist das, Pferde? Was, wir haben noch viel mehr Sachen. Na, aber Geisterstaub ist so das was wir. Gut, wir können aus Geisterstaub können wir dieses Pulver-Monstergewebe herstellen. Ne, Quatsch. Haben wir nix. Ne, was jetzt? Ich kann eine Menge Eisen herstellen. Oh, jede Menge sogar. Heft. Wo war das jetzt eben? Achso, nee, das müssen wir auf unseren Ding machen. Stimmt. Bis das da. Ist nur ein Waffenschmied, glaube ich. Handwerk da. So, also das können wir schon mal herstellen. Das braucht 4. Das können wir so herstellen. Scheint mir relativ viel zu haben. Das haben wir auch alles. Ja, das Hemd haben wir auch. So, jetzt können wir eigentlich nur die Schwerter. Die Stiefel können wir uns auch herstellen. Na gut. Im Prinzip ist auf da brauchen wir 4 Pulver. Können wir nachher umwandeln. Na, wo ist das Anschlagbrett? Da hinten. Entschuldigung. Tut mir auch nicht leid. So. Alle sollen es erfahren. Kinder rein. Übergesagt. Warnung von Nilfgaard. Warnung. Auftrag. Vermisste Soldaten. Es sei hiermit kundgetan, dass die kaiserliche Armee jemanden sucht, der sich im Gebiet auskennt. Ein Jäger oder Kundschafter. Und der uns hilft, eine vermisste Patrouille aufzuspüren.
Es ist möglich, dass die Soldaten einem Monster zu Opfer gefallen sind. Triffst dies zu, erhält derjenige, der den Kopf des Monsters sowie zusätzliche Informationen über den Verfall, über den Vorfall liefert, eine Belohnung von Unterzeichnenden. Ehre den Kaiser. Nicht erkundete Worte. Gut. Achso, können wir gleich weiterreisen. Hm. Ist das noch irgendwo ein Anschlagbrett vergessen? Ja, da. Ist hier noch irgendwo was? Ja, warte ich nicht, ne? Da gibt es noch ein Anschlagbrett. Aber wollen wir erstmal unsere Schwerter suchen. Aber auf jeden Fall ja richtig schön viele Fragezeichen. Die Sachen sind auch repariert. Ruhe bei Dunkelheit. Mehr weg von meinen Eiern. Der alte Midi ist Ehre. Speisekammer geplündert. Mysteriöse Träume. Hört, hört, irgendein Teufelsbrut treibt ihr Unwesen in unseren Feldern. Ein Geist oder Phantom, es ist nicht. Der alte Widdy schwört beim Grab seiner Mutter, dass er sich um Hannah aus den Wäldern handelt. Ob das stimmt oder nicht, geht nicht allein in die Felder und nimmt immer eine Sense oder Forge mit. Wer den Mumm hat, die Bestie auszutreiben, soll eine Belohnung bekommen. Monster auf dem Friedhof. Oh, 50 Fleisch wieder. Tun wir mal um. Ich muss unbedingt mal Bücher verkaufen, ne? Anna aus der Wälder. Nicht übel. Wollen wir in die Pfütze springen? Nein, danke. Ein Händler. Ein Amulett, Bezoa, ein paar Schildkrötensteine. Nein, danke. Was hast du sonst noch anzubieten? Zähne von Leichen und Nierensteine, bewährte Mittel für harte Zeiten. Ja, richtig. Was hat denn der da für ein Buch? Henriks Notizen. Henriks? Ah, ich nehm's obs denn. So, verkaufen wir mal. Ja, aber die Bücher wiegen auch nicht schlecht. Ja. Weiß jetzt gar nicht, kann man die Dinger einfach verkaufen? Notiz eines Piratenanführers. Ja, weg damit. Durchweichte Nachricht. Notiz eines Straßenräubers. Notiz eines Banditen. Brief. Habe ich alles schon gelesen. Weg damit. Aber die Hexaufträge. Und verschickter Brief. Was haben wir hier? Notiz eines Wissenden. Da warten wir erstmal, ne? Ah, was ist denn das hier? Ja, 50. Irgendwann muss ich mir nochmal die Karten davon holen. Was ist denn das? Ja. Das nehme ich gerne. Kann man nur gebrauchen. Ne, warte mal. Was hast du sonst noch anzubieten? Zähne von Leichen und... Ja. Zähne von Leichen. Kann man nämlich hier den ganzen Dreck nicht verkaufen. Zack, zack, zack. Mann. Also das Kette. Weg. Also auch kein Geld mehr. Danke. Knüppel hat er. Oh, eine Reittasche hat er auch. Und eine Sacktasche? Ne, 30 haben wir selbst. Jawohl. Bis dann. Und gucken wir mal. Was haben wir denn da Schönes? Ach, hatten wir das nicht? Ach, das habe ich ihm verkauft. Das habe ich zurückgekauft. Naja, gut.
Ja, lass uns mal die Schwerter wieder aufpolieren. Hatten wir jetzt die? Ja, genau, hatten wir. Wollen wir in die Pfützen springen? Nein, Kleine, heute nicht. Morgen vielleicht. Ihr geht, jetzt kommen die Würmer raus. Ja. Ihr geht, jetzt kommen die Würmer raus. Erstmal in der Umgebung. Ja. Das haben wir erstmal das geguckt, gekickt. So. Ja, jetzt geht erstmal dahin. Vor allem, wenn die ganzen Happchen wieder da sind, kann das ja richtig heiter werden. Jo. Aha. Das hier ist so ein geiler Respawn-Punkt oder Sprungpunkt, ne? Ja, der wird nicht einfach, glaube ich. Wenn ich mich noch recht an ihn erinnere. Ja, fortfahren. Weil da haben wir auch nichts gegen Drachen. Oder haben wir neuerdings noch irgendwas über die stehen? Hier sind Geister, hier sind Hybriden, Insekten, Konstrukt, Nekromant und Ertrunkene, ein Ordi, ein Necker, Vampire. Oh, das war ein Vampir. Hätte ich Vampiröl nehmen müssen. Ha! Ne, hätte ich gar nicht gedacht, dass das ein Vampir ist. Irgendwie voll arm aus. Naja, wir haben zumindest Öl dagegen. Ich weiß gar nicht, hatten wir jetzt die alle Zutaten, die wir brauchten? Nee, ne? Ich glaube nicht. Toschköder. Tränke? Nee. Wir wollten Öle. Immer noch nicht. Mutterkornsamen. Das muss doch irgendwo zu kaufen sein. Wir versuchen erstmal so, wenn das nicht hinhaut, versuchen wir es anders. Dann aber ein länger Kampf. Oh, ups. Guck, der Drecksviecher. Speichern. Nicht, was ist zwischen uns und unserem Sieg stehen. Was ist denn der? Wie das, wenn diese Mutterblumen-Dinger, die wir brauchen. Auf die wieder mehr Pflanzen einsammeln, hast du das Gefühl? Ja, wo da vorne war ja. Da. Er ist ja der kleine Stinker. Da steckt der Schatz. Nochmal hier. Markier. Blondrock.